Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys Merchandise Folge 58. Heute reisen wir wieder auf den Planeten Eternia. Ihr Masters-Fans, heute zeige ich euch Figuren aus der neuen Line. Aus der Samurai-Serie Skeletors genialen Battle Raptor aus dem Jahre 2002. Ebenfalls aus dem Jahre 2002 das Gegenstück zum Battle Raptor, den Samurai Battle Cat. Und zu guter Letzt habe ich noch was ganz Tolles für euch. Das einzig wahre, originale Zauberschwert von He-Man. Bei der Macht von Grayskull, lasst uns rübergehen und anfangen. Beginnen wir mit Skeletor Samurai Battle Raptor. Hier sehen wir die Vorderseite der europäischen Box. Erworben habe ich das Stück im April 2004 für den Preis von 13,99 €. Hier sehen wir die Rückseite der europäischen Box. Hier sehen wir die Oberseite. Hier sehen wir die Unterseite. Wie die meisten europäischen Boxen sehr schlicht gestaltet. Hergestellt im Jahre 2002, made in China, bei Mattel. Hier sehen wir die linke Seitenlasche. Und hier die rechte. Hier habe ich das gute Stück mal aus der Packung entnommen. Ein mystischer Display-Hintergrund. Die Figur ist gut verpackt, ich werde sie auch nicht komplett aus der Packung entnehmen. Dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Beginnen wir beim Kopf. Man erkennt gleich, dass es sich beim Battle Raptor um eine Maschine handelt. Im Maul befindet sich eine verschießbare Rakete, die man mit diesem Knopf auslösen kann. Machen wir das mal. Die Rakete ist noch in den Halterungen drin. Hier sehen wir den Samurai-Sattel. Ein typisches Samurai-Kettenhemd. Die Umsetzung ist wirklich sehr gut gelungen. Am Sattel befindet sich ein Hebel. Mit diesem kann man die beiden vorderen Greifarme bewegen. Machen wir das mal. Die Figur ist selbstverständlich noch in ihren Halterungen drin. Hier sehen wir den rechten Arm. Hier den linken. Gut umgesetzt. An den Seiten befinden sich zwei zusätzliche Greifhände. Diese können auf die Hände geschoben werden und machen das Tier noch gefährlicher. Hier sehen wir den Schwanz. Kommen wir nun zu den Füßen. Was ich bei den Designern von Mattel immer bewundere, ihnen gehen nie die Ideen aus. Vor den Füßen befinden sich zwei Art Stoßdämpfer, mit denen man den Saurier springen lassen kann. Mit den messerscharfen Krallen möchte wohl niemand nähere Bekanntschaft machen. Einem Velociraptor sehr gut nachempfunden. Schau mir in die Augen, Kleines. Kommen wir nun zum Samurai Battle Cat. Hier sehen wir die Vorderseite der Box.
Erworben habe ich dieses Stück ebenfalls im April 2004 für 13,99 Euro. Hier sehen wir die Rückseite der europäischen Box. Hier sehen wir die Oberseite der Box. Und hier werfen wir einen Blick auf die Unterseite. Sehr spartanisch, wie alle europäischen Boxen. Hergestellt im Jahre 2002, made in China. Hier sehen wir die linke Seitenlasche. Und hier die rechte Seitenlasche. Wirklich genial gestaltet. Beginnen wir beim Kopf. Die wunderschön gestaltete Maske ist abnehmbar. Genial. Das Maul lässt sich öffnen. Kommen wir nun zur schweren Panzerung um Sattel. Da hat's der Battle Raptor aber schwer. An der Seite befindet sich ein Geschütz, das an Battle Cat angebracht werden kann. Es kann mit diesen beiden Projektilen geladen werden und verschossen werden. Hier gut zu erkennen. Die Raketen können im hinteren Teil des Sattels aufbewahrt werden. Der Sattel. Überall an Battle Cat befinden sich gewebte Panzerplatten. Wie zur Ritterzeit bestanden die Kettenhemden aus einzelnen Ketten. Gute Umsetzung. Hier der Übergang zum Schwanz, ebenfalls gepanzert. Bei der Halterung für die Raketen befindet sich zudem nebendran noch ein Samurai-Schwert. Hier sehen wir den Schwanz. Hier sehen wir Battle Cats mörderische Krallen. Bei der ganzen Panzerung geht Battle Cats wirkliche Farbe unter. Grün mit gelben Streifen. Und nun kommen wir zum Zauberschwert, dem einzig echten Originalen. Gut zu erkennen, die mehrsprachige europäische Beschriftung der europäischen Box. Natürlich auch von Mattel. Hier sehen wir die Rückseite. Durch Schwingen des Schwertes wurden Soundgeräusche ausgelöst. Hier die Oberseite, hier die spartanische Unterseite, hergestellt im Jahre 2003, made in China. Hier die rechte Seitenlasche und hier die vielsprachige beschriftete linke Seitenlasche. Schauen wir uns das gute Stück jetzt mal genauer an. Sehr schön der blitzende Hintergrund. Der Griff, das Mittelstück und die Klinge. Durch den Knopf in der Mitte können die Sound- und Lichteffekte ausgelöst werden. Eine Diode in der Klinge sorgt für Leuchteffekte. Hier noch ein letzter Blick.
So, angeblich verwandelt man sich in einen großen Krieger, wenn man das Schwert in die Luft erhebt und bei der Macht von Grayskull ausruft. Probieren wir es mal aus. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Zauberkraft! Ja! Nanu, was ist denn jetzt los? Oh nein, ich bin wieder beim Bund. Oh, großer Krieger, toll. Also Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fantastic Toys and Merchandise. So Leute, jetzt helfen wir aus diesem Scheiß hier raus. Wir haben über 30 Grad. Nein, es geht hier lang. Nein,